Das ist ein Kaweco Supra. Das ist ein Füller. Wie testet man einen Füller? Ganz einfach, indem man mit ihm schreibt. Dafür ist ein Füller da, um Texte zu schreiben. Das ist seine Aufgabe. Ein guter Füller schreibt gute Texte. Halt! Rufen sofort die Kritiker. Völkfalsch. Zwischen einem Schreibgerät und dem, was mit seiner Hilfe hergestellt wird, gibt es überhaupt keinen Zusammenhang. Ja, das stimmt. Aber nicht für mich. Wozu sollte ich mit einem Füller schreiben, wenn er keine guten Texte liefert? Dann könnte ich ja gleich einen Bleistift nehmen oder in eine Tastatur tippen. Für mich gilt guter Füller, guter Text. Das ist das Kriterium. Deshalb schreibe ich jetzt einen Text. Dieser Füller hat einen Anfang und ein Ende und eine Mitte. Das ist die Geburt, das der Tod und das hier ist das Erwachen. Das ist die Vergangenheit, dies ist die Gegenwart und hier die Zukunft. Vergangenheit heißt Erziehung, Enkulturation, Sozialisation. Also Kindergarten, Schule, Ausbildung, Arbeit und der ganze Rest. Diese Gegenwart hier ist die kulminierte Vergangenheit. Sie ist nie gegenwärtig, sondern das Gerümpel all dessen, was man uns beigebracht hat, was wir unbefragt mit uns herumschleppen und was wir schamlos in die Zukunft weiterführen. Deswegen ist die Zukunft nichts anderes als eine modifizierte Vergangenheit und deshalb wird sie uns nie erlösen. Wir sind im Vergangenen gescheitert, wir scheitern auch im Zukünftigen. Dies zu erkennen ist das Erwachen. Das Erwachen ist die Frage nach dem Leben. Das ist keine persönliche Frage, es ist eine Menschheitsfrage und deshalb haben sie sich viele Menschen gestellt, ohne je eine Antwort darauf zu finden. Genauer, um sich unzählige und also wertlose Antworten zu geben. Nehmen wir Dante, die göttliche Komödie. Im ersten Gesang, also im Inferno, beginnt er gleich im ersten Satz, gerade in der Mitte unserer Lebensreise. Ja, das ist hier. Das ist hier. Befand ich mich in einem dunklen Walde, weil ich den rechten Weg verloren hatte. Also, der dunkle Wald ist seine Vergangenheit. Er hat etwas gelebt, was nicht richtig war. Und jetzt dämmert ihm, da ist irgendetwas falsch gelaufen. Und, wie es so ist, wie ich hineinkam, kann ich kaum berichten. So war ich schwer vom Schlaf zu jener Stunde, da ich den wahren Weg verlassen hatte. Ja, diese ganze Erziehung ist wie ein Schlaf. Es wird uns übergestülpt, ohne dass wir recht merken, ohne dass wir recht begreifen, was da eigentlich passiert. Es geht weiter. Nehmen wir den Faust. Was hat er hier? Habe nun auch Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Heiße Magister, heiße Doktor, gar und ziehe schon in die 10 Jahre. Das ist die Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit. Es hat ihm nichts gebracht. Ja, sein ganzes Bemühen, er ist gescheitert. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen, bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Es möchte kein Hund so länger leben. Ja, dieser Faust steht hier. Und interessanterweise kommt das Thema wieder beim Hesse im Steppenwolf. Der Steppenwolf steht auch gleich am Anfang. Der Steppenwolf war ein Mann von annähernd 50 Jahren. 50 Jahre, das ist die Mitte des Lebens, das ist hier.
Und er schreibt es sogar hier im sozusagen Vorwort zum wirklichen Leiden. Zur Hölle wird das menschliche Leben nur da, wo zwei Zeiten einander überschneiden. Zwei Zeiten, das ist die Vergangenheit und die Zukunft, und sie überschneiden sich in der Gegenwart. Da steht dieser Harry Haller. Da steht er und weiß nicht weiter. Und dann schreibt er 200-300 Seiten darüber. Pfui Teufel, wie schmeckte das Leben bitter. Also, dasselbe Motiv kommt beim Jean-Paul Sartre wieder. Bei geschlossenen Türen. Ist ja wieder wie dem ersten Satz. Da wären wir also. Da wären wir. So ist das. So ist das. Dieses Da wären wir also ist ein Aufmerken. Es ist ein Erkennen. Es ist ein Aufwachen. Es ist ein Erwachen. Ja, man wird zum ersten Mal gegenwärtig, wo bin ich, was tue ich hier und was ist das, in dem ich mich befinde. Sartre gibt eine ganz einfache Antwort. Wo habe ich es? Hier. Er umklammert es sozusagen vom Anfang, von der ersten bis zur letzten Seite. Ich begreife, dass ich in der Hölle bin. Ja, die Hölle, das sind die anderen. Weil ich aber auch ein anderer bin, bin ich auch die Hölle. Das heißt, die Gegenwart ist die Hölle. Also, interessant ist in diesen vier Werken der Weltliteratur, dass alle Autoren sich auf die Hölle beziehen. Der Faust ist in seiner Gegenwart nicht nur unzufrieden, hilflos, haltlos, völlig orientierungslos, sondern versucht, sich der Hölle zu bedienen. Mephistopheles ist der Teufel. Ja. Und im Inferno geht Dante direkt unter Führung von Vergil, einem Toten übrigens, ebenfalls in die Hölle. Und Jean-Paul Sartre in diesem Hotelzimmer sagt es explizit, die Hölle sind die anderen. Und hier beim Steppenwolf, Hesse, dasselbe. Vielleicht lesen wir als letztes, Haller gehört zu denen, die zwischen zwei Zeiten hineingeraten. Ja, zwei Zeiten sind Vergangenheit und Zukunft und man fällt in die Gegenwart. Die Philosophen würden wahrscheinlich sagen, man fällt in die Existenz, in das Herausragende. Also die zwischen zwei Zeiten hineingeraten und die aus aller Geborgenheit und Unschuld herausgefallen sind, zu denen, deren Schicksal es ist, alle Fragwürdigkeit des Menschenlebens gesteigert als persönliche Qual und Hölle zu erleben. Was erwacht in diesem Erwachen? Na, es ist die Frage nach dem Leben. Ich sehe, die Vergangenheit ist vergangen, sie ist tot und die Zukunft existiert noch gar nicht. Weder da noch dort kann Leben sein. Zwar halten wir unsere Erinnerungen, unsere Erfahrungen für gelebtes Leben und zehren also vom gestorbenen Material, das wir wie ein Leichentuch mit uns herumschleppen. Und prognostizieren sagenhafte, herrlichste Zukünfte, glanzvolle Gestalten der Hoffnung und Verheißung, aber de facto künftige Enttäuschungen, also ein beidseitiges Blendwerk und Sehen. Leben kann nur hier sein,
in diesem schmalen Übergang, das wir als Hier und Jetzt bezeichnen. Was aber ist dieses Hier und Jetzt? Gibt es dieses Hier und Jetzt überhaupt? Oder hat man uns das auch nur eingeredet? Sind das auch nur tote Wörter? Nun, wenn es Leben gibt, dann muss jetzt in diesem Schreiben hier das vollständige Leben sein. Denn anderswo kann es nicht existieren, als in dem, was ich jetzt bin und jetzt tue. Kurzum, diese Zeilen hier sind der Höhepunkt meiner Existenz. Es kann gar nicht anders sein. Sie sind alles, was ich in Jahrzehnten gelebt habe. In ihnen ist alle Wahrheit, wie trostlos auch immer. Und ja, genau genommen bin ich nicht nur die Summe meiner Existenz, sondern auch das Ergebnis jahrmillionenalter Evolution. Ich bin das Beste, was das Leben hervorgebracht hat. In mir und nicht nur in mir, sondern in jedem anderen auch, zeigt sich und artikuliert sich die Gesamtheit aller Existenz. Ist das nicht erschreckend? Das haut einen doch um. Wenn die ganze Existenz jetzt hier in diesem Moment ist, in diesem banalen, ja, nichtswürdigen Moment, was soll man dann noch sagen? Wenn das Jetzt der groteske Versuch ist, diesem Jammertal an Dasein in irgendein Vergnügen entfliehen zu können, was ist dann Lösung? Was ist dann Erlösung? Oder ist das auch nur eine weitere Illusion? Etwas, das man uns glauben gemacht hat. So, jetzt mache ich Schluss. Das muss für einen ersten Text reichen.